So, herzlich willkommen jetzt hier zum zweiten Lauf. Ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig, was jetzt hier passieren wird. Es gibt auf alle Fälle eine neue Startaufstellung, das ist schon mal sicher. Also ich stehe jetzt hier auf Platz 2. Das ist doch mal ganz ordentlich. Vielleicht sollte ich auch mal rausfahren. Fährt hier überhaupt einer? Jo, da macht einer gleich, das ist Rösti. Das sehe ich jetzt mittlerweile im Auto. Der Name hat sich eingeprägt. Also, ich begrüße euch erstmal herzlich willkommen zurück hier bei der Race Day Speed Association aus Vallelunga, Roma, im sonnigen Italien. Die hatten ja bis spät noch im Dezember, hatten die ja noch fast 20 Grad da unten. Unglaublich. Aber wen wundert's? Ich habe Silvester in Amsterdam verbracht und wir hatten die Nacht da irgendwie 12 oder 14 Grad. Also es war brüllig warm, wir haben geschwitzt wie verrückt, weil wir uns natürlich dick angezogen hatten. Ja, also, Vallelunga, doch eher eine Strecke, die früher doch stark frequentiert war, heute doch eher mehr für Motorräder ausgelegt ist. Und die Jungs hier sind unterwegs mit ihren etwas altertümlich anmutenden, aber trotzdem richtig Spaß machenden Fahrzeugen der Top Race V6 Generation oder so ähnlich. Ja, die da sind Opel Vectra, B-Vectra, dann der Passat. Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. 65? Also I65? Oder B65? Ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls nicht mehr das allerneueste Modell. Dann der Ford Mondeo und Mercedes C-Klasse ist hier unterwegs. Und das ist natürlich dann schon mal spannend, zumal diese Autos sich tatsächlich richtig gut bewegen lassen, schwierig, anspruchsvoll, aber ganz, ganz viel Spaß machen. Wir sehen sie auf der Strecke, die Curbs sind nicht überall dazu angetan, um drüber zu fahren. Und ja, wir haben hier diverse Manöver gesehen im ersten Rennen und wir haben jetzt nochmal ein 5-minütiges Warm-up, von dem wir noch 3 Minuten zu erledigen haben. Und ja, da denke ich mal, dass wir dann hier nochmal richtig, jetzt nochmal richtig Spannung haben. Ihr könnt auf Simrace TV, wenn ihr jetzt logischerweise da guckt, dann könnt ihr das erste Rennen müsste eigentlich schon da sein. Das heißt, nicht in der Mediathek, sondern es gibt einen auf der deutschen Seite gibt es einen Menüeintrag oben in der Hauptnavigation, Übersicht Kanäle. Wenn ihr darauf geht, da seht ihr das, was von Own3D gespeichert wird. Und da habt ihr dann auch schon die erste Stunde. Ja, also die sollte da jetzt in Köln, nee, die ist noch nicht da, sehe ich gerade, aber die wird in Kürze erscheinen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, okay, jetzt habe ich mich mal ein bisschen selber gehört. Auch nett. Oh, jetzt habe ich hier wieder einen grünen Balken und zwar über das gesamte, über die gesamte Breite weg. Ah, okay. Gut, den seht ihr hoffentlich nicht. Wir haben noch 1 Minute 44, 43, 42, 41, 40 jetzt. So, jetzt haben wir es. Silvester war doch mehr Alkohol als gewollt und von daher, ich brauche mal eine Weile, bis ich mich davon erhole. Meistens so bis kurz vor Weihnachten des Folgejahres. Dann bin ich wieder fit für das nächste Silvester. So, ich sehe gerade der Manuel Achar, der ja vorhin ausgeschieden ist, der hat hier Connection Lost im TeamSpeak. Also der wird wohl einen Disconnect gehabt haben. Sehr, sehr ärgerlich. Das ist eigentlich das Übelste im Sim Racing. Also wenn man das mal irgendwann in die Reihe kriegte.
Infos habe ich bisher keine hier, sehe ich gerade. Aber natürlich interessiert uns die Startaufstellung brennend. Ja, und das ist es hier, diese Kurven, schwer anzubremsen, die Bremspunkte, man glaubt, man könne schneller reinfahren in diese Kurven, das kann man aber nicht. Ich muss ja sagen, die Strecke gefällt mir eigentlich, auch wenn die Fahrer sie gar nicht mochten. Also wir hatten vorhin noch so ein kleines Gespräch, da waren man beim... Ups, was ist jetzt? Ja, jetzt geht weiter, die haben Escape gedrückt. So, wenn ich das jetzt richtig sehe, steht auf der 1 der Dennis. Auf Platz 2 haben wir den Edgar Ostermann. Auf der 3, dann sind es die letzten 10, die umgedreht wurden, genau. Der Jens Purkott. Auf der 4 haben wir Rösti. Auf der 5 den Micha Dröscher. Nee, Knacki haben wir auf der 5. Sorry, auf der 6 haben wir den Micha Dröscher. So, die machen jetzt ihre Formation Lab hier. Da schläft einer. Aha, okay. So, auf der 7 haben wir den Jan. Auf der 8 den Micha Gehrig. Auf der 9 den Robin Frischkopf. Und von Platz 10 startet jetzt der Sieger des ersten Laufs, der Micha König. So, und da dürfen wir gespannt sein, ob dem wieder so ein grandioser Start gelingt. Also, sein Start war ja gar nicht so gut. Das ist ja noch dazu zu sagen. Also, er hat nur ganz schnell die Linie dicht gemacht. Somit musste sein Verfolger kurz auf die Bremse, was wieder dazu führte, dass der Drittplatzierte dann an dem bis dahin Zweitplatzierten vorbeiging. Und ich glaube, der gute Knacki da ein oder zwei Plätze verloren hat. Und dann gab es auch noch einen Fehler, einen Fahrfehler, und dann war er ganz nach hinten durch. So, machen wir mal weiter. Arne auf der 11, auf der 12 Wolfgang Meisel, auf der 13 der Marc, auf der 14 der Ralf, auf der 15 der Force, auf der 16 der Manuel. So, dann ist er wenigstens im zweiten Lauf mit dabei. Wollen wir mal gucken, was ihm hier gelingt, ob er da sich noch ein paar Pünktchen holen kann. So, und Dennis ist natürlich jetzt in einer sehr, sehr guten Position, weil er ist ja auch ein super Schneller. Also, wenn der hier einen vernünftigen Start hinkriegt, könnte ich mir vorstellen, dass der zumindest auf dem Podium nach Hause fährt, kommt. Edgar Ostermann genauso. Und Jens Purkott. Das wären die ersten drei jetzt hier, auf die wir besonders zu achten haben. Oh, oh, ach, ich dachte, Purkott kommt jetzt nochmal in die Box. Manchmal weiß man es ja nicht. Oh, ich habe ja noch das Quali-Setter drin. Ja. Alles schon da gewesen. So, jetzt hier nochmal kurz einmal die Reifen durchdrehen lassen. Da sehen wir, was da hinten qualmt ein bisschen. So. Ups, das war die falsche Richtung. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal hier aus dieser Perspektive an. Und auf geht, und wir sehen hier Purkott mit einem super Start, hat gleich mal einen Platz gut gemacht, aber Ostermann da vorne, der kommt nicht weg, also kommt jedenfalls nicht auf Platz 1. Das sieht erstmal gut aus. So, und die sind hier alle sauber durch, so wie es aussieht. Oi, da kam einer rausgeschossen, wer war das? Und hier, oi, upsala, das war irgendwas Grünes. Das sah mir fast aus wie Purkott.
Nee, der fährt da noch. Knacki, wo ist Knacki? Unser Freund Knacki. So, Ostermann führt vor Knacki. Knacki ist auf 2. Also Ostermann ist da vorbei. Rösti auf 3. Jan auf 4. Auf der 5. Oh, was ist jetzt? Waren schon noch Rennen hier, oder? Das sieht mir so langsam aus. Irgendwas ist hier passiert. Das ist jedenfalls kein normales Rennen. Was machen die da jetzt? Jetzt nochmal einen Fliegenstart oder... Hoppala! Und da dreht sich da hinten wieder einer raus. Wer ist das hier? Aber sag mal, was machen die denn da? Wer ist das hier, der Robin? So, jetzt scheint es wieder normal weiterzugehen. Aber wir gucken jetzt trotzdem mal, was das jetzt hier für eine Aktion war. Oh, der Robin kommt hier irgendwie zurück auf die Strecke. Jetzt weiß ich nicht, ob aus eigener Kraft. Jedenfalls ganz bitter. So, Edgar Ostermann wieder im vollen Rennspeed. Also scheinbar machen die bei solchen Startunfällen eine Runde Safety. Und starten dann nochmal fliegend. Oh, was war das denn? Das war Knacki gegen Purkott. Oh Mann. Jetzt muss ich erstmal gucken. Oh Gott, 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 oh Gott. Das ist ja mal anstrengend hier jetzt. Das kennt man so nicht. Wo ist denn der Purkott jetzt hin? Ganz nach hinten oder schon raus? Duschkopf schon wieder auf 12 vorgefahren. Da ist er. So, jetzt gucken wir uns das hier an. Da ist er noch da, wo er eigentlich hin soll. Gut, ich habe hier irgendwie ein bisschen... bin ich hier etwas durcheinander. Also keine Ahnung, was jetzt hier gerade geht. Wir gucken mal, wir sind live. Und Purkott ist, glaube ich, durch einen Stupser von... Knacki da irgendwie... abseits, aber auch den hat es entschärft. So, Ostermann führt knapp vor Rösti. Rösti macht hier richtig Betrieb. Auf der 3, der Jan. Auf der 4, Michael König schon vorgefahren. Auf die 4 schon vorgefahren. Also da werden wir uns noch ein bisschen was angucken dürfen. Auf der 5, der Michael Gehrig. Auf der 6, der Manuel Machar. Der ist ja richtig nach vorne gekommen. Der ist als letzter gestartet. Auf Platz 16, 10 Plätze hat er gut gemacht. Dennis auf der 7, auf der 8, Wolfgang Meisel, auf der 9, der Ralf, Platz 10 für Arne, Platz 11, Robin Frischkopf, Platz 12, Micha Tröscher, Platz 13, Jens Purkott, Platz 14, ja, die beiden Streithähne, na, die werden sich nachher ein bisschen diskutieren müssen. So, Force auf der 15, Mark auf der 16, ja, und das war's. Genau, und so sind wir wieder ganz vorne und da haben wir jetzt mal ein richtiges Spitzenduell. Die Top 3 hier innerhalb von einer halben Sekunde, knapp einer Sekunde. Muss ich hier mal, sorry ein bisschen für die chaotische Kameraführung, das hätte ich vorher machen sollen, so, da haben wir es. So sieht's nach vorne aus, so nach hinten.
und das ist hier alles verdammt eng. Da vorne das Gelbe ist Ostermann und das, ja, Schwarz-Blau, was auch immer dahinter, das ist der Jan. Und die drei haben schon doch ein bisschen Abstand, aber auf vier kommt auch doch der Micha König zusammen mit dem Wolfgang Meisel angeflogen. Also das wird in Kürze nochmal richtig spannend hier. Oh, und hier Quersteher. Aber das, ja, das ist Wallelunga. Es nutzt nichts. Der Jan kommt hier nicht vorbei an Rösti. Allerdings hat Rösti jetzt den Anschluss an den Führenden verloren. An den Edgar Ostermann, den wird's freuen. Hoppala, und König hier mit auch einem Fahrfehler und dann wieder zurück auf Platz 5. Schauen wir nochmal uns das an, weil das ist ja doch auch ungewöhnlich für ihn. Ja, beim Rausbeschleunigen quer gestanden, dasselbe. Ja, aber hier hat's gepasst. Was wir vorhin hier bei Rösti gesehen haben. So, gehen wir wieder live. Und gehen wir wieder auf Position 2, weil da brennt die Luft. Ausgefallen bisher noch keiner, aber ich sehe gerade Robin Frischkopf wieder zurückgereicht auf Platz 14. Warum auch immer. So, die beiden hier, Rösti und Jan, die machen richtig Betrieb. Und der Micha Gehrig ist auch dahinter und dann kommt auch noch der Micha König. Also da ist richtig was los. Aber so wie es aussieht, kann sich jetzt Rösti, wenn er freie Fahrt hier hat, ein bisschen von dem Jan absetzen, aber das, naja, kann man auch nicht von Absetzen reden. Aber zumindest hat er ihn nicht mehr so direkt im Getriebe. Und darf hier wirklich nicht eine Sekunde wegschauen. Also Gehrig kommt jetzt hier aber ran. So, und hier wieder ein kurzer Quersteher von Jan. Aber das hat ihn jetzt nicht wirklich aus der Bahn geworfen. So, jetzt geht meine Kaffeemaschine aus. Und ich habe auch gar keinen Kaffee mehr. Augenblick, das muss ich abbrechen. Mann, hier darf man irgendwo hingucken. Und hier ist voll die Action. Gehrig gegen Jan. Hier geht's voll zur Sache. Ich denke mal, am Ende der Kurve wird Gehrig die Nase vorne haben. Aber das ist noch nicht ausgegessen, das Ding. Das ist noch nicht gegessen. Aber jetzt ist es gegessen. Jetzt ist es gegessen. Also, von wegen. Nichts ist gegessen hier. Jan ist wieder vorne. Konnte sich hier wieder vorbeibremsen. Da soll mal einer sagen, hier gäbe es keine Überholmöglichkeiten. So, ich hoffe mal, dass das jetzt nicht zu hören ist. Ich mache mal eben das Mikro aus. Es wird wieder wie im ersten Lauf, also nehmen wir mal die paar Irritationen hier von der ersten Runde, lassen wir die mal weg. Es ist hier richtig, richtig hammergeil. Also die Jungs wissen ziemlich gut, was sie tun.
So, und wer geht da stiften? König wieder. König hier unter Druck, scheinbar nicht ganz so konstant, als wenn er alleine vorne wegfahren kann. Das werden wir ihn nachher im Interview mal fragen, ob er das auch so sieht oder ob es hier einfach Probleme jetzt gab. Hier auch wieder den Bremspunkt viel zu spät gewählt. So, wie sieht's denn aus? Überhaupt auf der Strecke ausgefallen ist noch niemand. Das ist immer das Erfreulichste an der ganzen Sache. Wir haben jetzt auch noch knappe 28 Minuten und 40 Sekunden zu fahren. Jetzt sind's 40. So, und ja, wie gesagt, Edgar Ostermann führt vor Rösti und Jan auf der 4, der Micha Gehrig, 5., der Micha König, Wolfgang Meisel auf der 6, Dennis auf der 7, der Micha Tröscher auf der 8, Jens Purkott auf der 9, Knacki auf der 10, also die sind schon wieder ganz gut nach vorne gekommen, Ralf auf der 11, Arne auf der 12, Robin Frischkopf 13., Force auf der 14, Mark auf der 15 und der Manuel konnte leider nicht viel Gutes machen. Ist zwar deutlich schneller als sein Vordermann, aber nee, er ist schon wieder raus, sehe ich gerade. Manuel ist gerade eben ausgeschieden. Tut mir leid für ihn. Er scheint massive Probleme mit seiner Internetverbindung zu haben, würde ich mal meinen. Ja. So, gucken wir mal. Hier hinten ist das, naja, so grün ist das hier nicht. Also Purkott kommt jetzt hier auch, läuft auf Tröscher auf. Oh, und Meister Knacki hier kommt dann auch in diese Region irgendwann. Oh, hier ist ganz eng momentan. Purkott will hier vorbei und tut das jetzt wohl auch. Ja, relativ flockig. Also da gab es nicht viel Gegenwehr, würde ich mal meinen. Gibt es jetzt hier noch einen Konter? So, jetzt sind aber schon den nächsten hier dran, nämlich den Robin Frischkopf. Wo kommt der denn her? Ach, auf der 13, okay. Also, dann wollen wir den auch mal zeigen. Ich denke mal, der ist vielleicht gar nicht so böse jetzt um die Platzierung. Der wird aber ins Gewicht los. So, und das dürfte es dann jetzt aber wirklich... Wer war das denn jetzt eben? Ah, Arne. Arne hat sich da eben rausgedreht. Ich dachte, das wäre schon wieder der Jens gewesen. So, gehen wir mal wieder nach vorne. Michael König nach wie vor beißt sich hier die Zähne aus an Micha Gehrig. Hat hier auf Position 5 liegend doch einiges an Fehlern produziert. Der Einzige, der hier absolut problemlos unterwegs ist, ist da vorne Edgar Ostermann. Der hat jetzt irgendwas um die 7 Sekunden Vorsprung. Also das müsste schon mit dem Teufel zugehen, beziehungsweise da müsste sich schon der technische Defekt oder ein grober Fahrfehler... Upsala! Jo, was ist das denn? Dürfen wir das eben bitte nochmal sehen? Das habe ich nicht verstanden. Tut mir leid. So. Wir gehen da mal ein bisschen näher ran. So, das da ist König, ne? Das ist König, davon ist Gehrig, da ist Rösti. So, jetzt geht's hier rein. König deutlich zu spät auf der Bremse. Dafür Rösti auch zu spät, verbremst sich, Auto steht quer. Hier in der Mitte, Gehrig geht hier durch, als ob die anderen beiden gar nicht da gewesen wären. Ja, wie, es ist grandios. Also grandioso, vermute ich mal. Grandiosi. Hoppala! So, jetzt kommt König, aber nee, das ist jetzt hier im zweiten Rennen, muss ein Boxenstopp gemacht werden. Und König kommt jetzt hier zur, ja gut, Hälfte rein, driftet hier um die Boxenmauer drumherum. Hoppala! Aber er wird abgefertigt. Was denn jetzt? Na, jetzt ist natürlich vorbei. Nee, jetzt kann das knicken. Nee, mein lieber Micha König, das müsstest du als R-Faktor wissen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Deine Boxenzeit ist auch abgelaufen jetzt. Würde mich schwer wundern, wenn das funktioniert. So, Jan auf Position 2. Edgar Ostermann auf der 1. Okay, auf der 3 der Micha Gehrig. Gut,
Den direkten Verfolger haben sie verloren, den Michael König. Dafür fighten jetzt hier auf 4 und 5 der Dennis und der Wolfgang Meisel. Also ganz großartig. Da hat hier wirklich fast jeder Fahrer hatte hier seine Szenen bisher. Ja, Mikro habe ich auch nicht an, ne? Ja. Mhm. Schauen, ob da jetzt noch mal jemand in die Box kommt. Und jetzt ja wohl nicht mehr, da hätte ich schon früher reingemusst. Die Boxeneinfahrt war vor der Kurve. Hier ist schon die Ausfahrt. Also knappe Sekunde zwischen den beiden. Aber auch Platz 6 und 7 sind genauso heiß. Rösti und Micha Tröscher. Also auch die kommen jetzt hier so allmählich ran. Was ein Irrsinn. Gut, jetzt fahren die hier so mehr oder weniger gefechtsfrei. So, schauen wir mal nach vorne. Ostermann immer noch draußen, auch ohne Boxenstopp bisher. Also, wenn das hier richtig ist, hat lediglich Micha König einen Boxenstopp gemacht und ist natürlich jetzt auch letzter dadurch. Upsala. Ja, das ist hier wirklich diese Kurve, das haben wir schon ganz oft gesehen, dass man hier wirklich auf der letzten Rille noch durchkommt. Dass die schnellste Rille ist, das mag ich bezweifeln. Ja, und hier auch das Anbremsen dieser engen Kurve hier, da sehen wir auch das öftere Mal ein Auto querstehen. Wo gleich das Heck kommen. Ja, und König fährt die schnellste Rennrunde. Klar, hat jetzt relativ, ja, ein leichtes Auto, hat nur noch den Sprit für den Rest des Rennens drin, aber frische Reifen. So, und wir werden sehen, die jetzt alle in der Box waren, wie lange, wie weit es ihn wieder nach vorne spült. Bis auf Platz 5 wird er nicht kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Dazu hat er da mit seiner Box da zu viel ich vermute mal, der war auch nochmal drin, deswegen ist er so weit durchgereicht worden. Der musste nochmal eine Runde um. Tröscher und Rösti hier auf Konfrontationskurs. Und dahinter kommt dann auch schon mal wieder Jens Purkott.
So, jetzt kommen die alle rein hier. Band. So, dann gehen wir mal. Oh, Micha König in der Box. Micha König ist raus. Wow. Das hätte mich jetzt aber schon mal schwer interessiert, ob der nochmal irgendwie, aber gut, denk mal zwei Boxenstopps, dann hat man auch so ein bisschen Anspruch auf eine gute Platzierung, wenn man das erste Rennen gewonnen hat. Da kann der Frust schon mal tief nagen, wenn es nicht so klappt. Oh, nee, von wegen, hier steht was von Connection Lost. Ja, das ist bitter. Das ist dann richtig bitter. So, diese Boxenstopps haben jetzt allerdings dazu geführt, dass die erstmal schön weit auseinander alle sind. Mein lieber Jens, das ist eine ziemlich blöde Regel. Was soll ich denn jetzt machen hier? Soll ich so tun, als wäre es ein 24-Stunden-Rennen? Ja, aber da bietet uns doch gleich mal hier der... Ist das der Micha? Ja, der Micha Tröscher, der bietet uns hier gleich mal Show. Beziehungsweise wartet mal auf einen Gegner, dass er ein bisschen näher rankommt. Das ist super nett, Micha. Er ist aber in der Form auch nicht nötig gewesen. Ne, boah. Gut. Appala. Ach, was ist hier passiert? Was ist mit Ostermann passiert? Wo ist der denn? Der steht direkt in der Box. So, Ostermann kommt auf der 4 wieder raus. Also, sorry jetzt für die Verwirrung. Das müssen wir wohl noch lernen. Denn die drei vor ihm waren, also Wolfgang Meisel, Knacki und Robin Frischkopf, waren noch nicht in der Box. Aber da wollen wir natürlich den Wolfgang auch mal bei seinen ersten Führungskilometern zeigen. Das machen wir auch gerne. So, und gucken wir auf Platz 2. Gucken, wie viel Vorsprung der Robin auf den Edgar hat. Es könnten maximal 4-5 Sekunden. Jetzt kommt er auch in die Box. So. So, hier kommt der Edgar auf Platz 4 und wird jetzt erstmal diese ganze Meute hier überholen. Dann noch einer vor ihm. Genau, der Wolfgang Meisel fährt noch. Aber auch das sind nur 25 Sekunden. Das wird auf gar keinen Fall reichen für einen Boxenstopp. Dazu war er auch zu weit hinten. Und außerdem kann jetzt natürlich Ostermann schnellere Zeiten gehen mit den frischen Reifen. Also das bringt ihm jetzt jede Runde, die er hier länger draußen bleibt, wird er Zeit verlieren. Das bringt mit Sicherheit nichts. So, gehen wir mal auf Platz 4, da sieht es nämlich ganz eng aus. Ah, auf der 5 eigentlich auch. Naja, aber so eng ist es dann da auch nicht. Nee, das ist auf der 4 und der 5 ist das hier deutlich spannender, nämlich Jan. Nee, 3 und 4 ist das, glaube, oder? Nee. Doch. Genau, der Michael Gehring und der Jan.
Genau, die haben wir hier. Hier sehen wir es, 0,6 Sekunden. So, wollen wir hoffen, dass jetzt in den nächsten 10 Sekunden hier nichts passiert. Dran sind sie. Wolfgang Meisel ist in der Box und ist bis auf Platz 6 zurück. Und Edgar Ostermann führt natürlich wieder. So, und jetzt haben wir natürlich den Jan und den Dennis hier. Nee, der Jan ist schon. Der Jan fightet jetzt hier um Platz 2. Genau. Mit dem Micha Gehrig. Genau so sieht's aus. Also. Da kann man schon Spitzenduell zu sagen. Hier geht es nicht nur ums Podest, sondern hier geht es auch noch um die etwas erhöhte Stufe auf dem Podest. Nämlich die rechts vom Sieger. Ach nee, links vom Sieger. Nee, oder? Wenn da vorne steht, ist der zweite links, also muss vom Sieger aus rechts sein. Ja, ich glaube schon. Ich weiß es jetzt, ist ja auch egal. So, und so macht man sich natürlich mühsam erkämpfte Zehntel wieder zunichte. Ein Augenblick Unaufmerksamkeit oder ein bisschen zu viel gewollt und aufs Grün und ja, dann sind die Zehntel erstmal wieder weg. Meistens ist dann immer gleich eine ganze Sekunde weg. Na. Nee, also jetzt ist das eher so, dass sich der Jan so ein bisschen nach hinten orientieren muss zu dem Dennis hin, weil der kommt da nämlich schon wieder mit fliegenden Schritten ran dort. Sorry. Gut, also da ist jetzt hier erstmal ein bisschen die Luft raus. So, Dennis auf der 4, auf der 5 haben wir Knacki, auf der 6 haben wir den Wolfgang Meisel. Jetzt hatten wir, glaube ich, ein bisschen Echo hier. Das war unbeabsichtigt, sorry. Aber es passiert nun mal. So, warum nimmt denn der hier wieder keine Aufzeichnung auf? Ja gut, also das ist hier immer ein bisschen schwierig. So, jetzt geht's hier aber rund. Jetzt geht's rund. Mister. Ja, weiß ich nicht, Entertainer. Jens Purkott. Also wo der ist, ist immer irgendwie Stimmung. Mal zu seinen Gunsten, mal nicht so zu seinen Gunsten. Momentan sieht es wieder ganz günstig für ihn aus.
Ja, ich bin wirklich baff, was hier alles geht. So. Also, Jens wieder zurück. Ja. Wie viel Zeit haben wir noch? 8 Minuten, ziemlich genau. Nämlich... Jetzt! Ja. So, hier vorne passiert aber jetzt auch nicht mehr so... Also, Jan fährt hier so um eine Sekunde Rückstand hinter dem Micha Gehrig her. Vorne mit Edgar Ostermann gibt es keine Probleme. Der dreht da seelenruhig seine Runden. So, machen wir nochmal einmal Ranking hier durch, einfach so vorlesen, denn wir haben nämlich den dritten Ausfall, nämlich Force ist ausgefallen, dann fangen wir mal hinten an, Platz 13, dann fährt Arne Mark auf der 12, Ralf auf der 11, der Micha Dröscher auf der 10, Rösti auf der 9, der Robin auf der 8, Jens auf der 7, Platz 6 für Wolfgang, Platz 5 für Danny, Platz 4 für Dennis, und auf der 3 für der Jan, Micha Gehrig auf der 2 und der Edgar Ostermann führt das Ding an. So, und die beiden hier, den Micha Gehrig und den Jan, die sehen wir hier die ganze Zeit schon. Das ist eigentlich so das Spannendste, was hier momentan noch so auf der Strecke unterwegs ist. Alle anderen sind hier doch mit größeren Abständen, wenn ich das richtig sehe, eventuell. Na, gucken wir nochmal auf die 7. Meister Purkott fährt jetzt hier auch nochmal ran. Und da gibt's ja immer meistens Action. Der ist ja nicht zimperlich, ne? Der Herr Purkott. So, und was war das jetzt hier? Fahr vorbei oder wie hat man das jetzt? Ich glaube, da gab es unterschiedliche Auffassungen über die Ideallinie. Ups, und da gab es den Tupser. Aber das nutzt nichts. Gegenteil. Fünf Minuten noch. Oh ja, hätten wir es mal nicht gesagt, da stand der Herr Purkott auch noch mal ein bisschen quer. Das könnte jetzt auch mal dazu beitragen, dass er jetzt vielleicht sich mit seiner Platzierung da abfinden muss. Aber hier geht es nach wie vor zur Sache. Der Jan ist jetzt wieder dran an Micha Gehrig. Mal hier noch gucken. Nö, das ist... gefahrlos. Das könnten noch knappe 3 Runden sein. Die Rundenzeiten von 1,34. Also. Jetzt allerdings nicht mehr.
So, jetzt ist aber wirklich, wirklich, wirklich dran. Aber sowas von dran. Und... Ich könnte mir vorstellen, dass Gehrig gedacht hat, ich lasse ein bisschen offen, hat dadurch allerdings seinen Bremspunkt komplett verpasst. Jo, Jan ist durch. Jan ist durch. Das muss man ganz deutlich so sagen. Und das kurz vor Schluss. Oh, ich könnte mir vorstellen, da ist der Micha nicht so sonderlich glücklich drüber. Ich meine, es war eine faire Geste. Aber Gehrig gibt hier nicht nach. Der sieht hier... Ups, jetzt ist es aber, Mann, ganz schlecht. Noch so ein Ding und das war's. Ja, und das war's dann. Das sollte es gewesen sein. Da ist jetzt noch Dennis an ihm vorbei. Und somit Eds Gehrig Vierter. So, gucken wir mal hier vorne. Hier kommt der Führende, der überrundet gerade. Das müsste der Ralf sein. Genau. Und der Edgar hat 12,7 Sekunden Vorsprung auf den Jan. Also der muss sich hier überhaupt nicht mehr verrückt machen. Das müssen wir nur mal gucken, ob der die Runde noch zu Ende, noch in eine neue Runde geht. Aber ich glaube schon. Ich glaube, das passt. Mal noch hier ganz kurz. Nee, das ist auch soweit erstmal. Gehen wir gleich noch mal hin. Wir wollen nur schauen. Ja, das passt noch. Der geht noch eine Runde. Der hat noch 40 Sekunden. Das reicht auf alle Fälle. Dann konzentrieren wir uns jetzt hier noch mal auf den Kampf um die zweite Position. Da sind momentan drei Fahrzeuge drin verwickelt. Das ist einmal der Jan, das ist Dennis und das ist der Micha Gehrig. Jan auf der 2. Dennis auf der 3 und Gehrig auf der 4, der Micha Gehrig. Wow, wow! Ja, ich hab sowas kommen sehen. Ich hab sowas kommen sehen. Und zwar war mir so, als wäre... Himmelarsch, wo ist er denn jetzt? Da haben wir ihn. Da haben wir den Micha Gehrig. Genauso ist es. Und jetzt gucken wir uns das hier in der Zeitlupe an. Und der verbremst sich hier. Ja, der war nur noch Passagier. Der konnte gar nichts mehr machen. Er steht hier auf der Bremse, dreht sich hier raus und trifft den Dennis und räumt den ab. Eieieiei. Und fährt jetzt erstmal hier weiter. Denk mal, er lässt ihn wieder vorbei. Oh, herzlichen Glückwunsch. Entschuldigung an Edgar Ostermann. Ja, das war doch mal eine nette Geschichte und auf Platz 2 haben wir den Jan, schwer verdient, und auf Platz 3, bisschen überraschend, Wolfgang Meisel. So, durch dieses Theater jetzt hier sind noch nach vorne gekommen auf die 4 der Knacki, auf der 5 Dennis und Jens Purkott, auf der 6 Platz 7
über Micha Gehrig, oh, der wird sich ärgern. Platz 8 für Robin Frischkopf, Platz 9 für Rösti. Auf der 10 Micha Tröscher, auf der 11 Ralf, Marc auf der 12, Arne auf der 13, ausgefallen dann Force, Micha König und Manuel Machar. Das ist jetzt hier erstmal so ja, passiert. Also das ist jetzt hier momentan die Reihenfolge. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir die Herren hier zum Interview bekommen. Ich werde da mal oben reinhorchen. So, ich hoffe, wir sind jetzt hier vollzählig versammelt. Und ich habe hier einen tollen Zettel vor mir liegen. Herzlich willkommen zum Interview, zur Press-Conference im Press-Center von Vallelunga. Ja, kommen wir zu diesem doch recht ereignisreichen Lauf. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Am besten da, wo es losging, nämlich bei Lauf 1. Da sagen wir erstmal herzlichen Glückwunsch an Micha König, Robin Frischkopf und Micha Gehrig. Weil mir jetzt nicht so sicher, ob ich den Micha Gehrig jetzt interviewen sollte. Micha, hast du dich schon wieder gefasst? Ja, ja. Ja, ja, gut. Micha, wir bleiben erstmal beim ersten Rennen. Vielleicht legt sich dann der Ärger dann noch ein bisschen mehr. Bis wir dann zum zweiten kommen, kannst du aber natürlich dann was dazu sagen. Ja, erstmal Glückwunsch zum dritten Platz, keine Frage. Das war aber, ich sag mal, doch ziemlich spannend bei dir. Also erzähl mal so ein bisschen, vor allem so das letzte Drittel. Das hat mir sehr gut gefallen. Weiß gar nicht mal alles. Ich glaube, ich war hinter Robin, oder? Ja. Ja, aber er war ziemlich schnell, ja. Ja, du hast ja noch, da war ja noch der Edgar irgendwo mal vorher noch mit dabei. Langes Jahr. Kannst du also, nicht mehr genau sagen. Also keine wesentlichen Vorkommnisse, super gut nach Hause gefahren, alles schön. Ja, da schon. Da schon, gut. Ja, dann kommen wir mal, da du ja jetzt nicht nochmal wirklich ins Interview des zweiten Rennen kommst, aber auf eigentlich einem guten Kurs dahin warst, kommen wir mal ganz kurz dazu. Ich meine, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Mehr Ärger kann man eigentlich nicht haben, so kurz vor Ende so ein Ding wegzukriegen. Problem war halt, dein Gegner konnte da auch nicht wirklich was für. Das hat sich da... Ja. Ne? Aber erzähl mal. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie war ich viel zu spät oder er zu früh auf der Bremse. Bin ich ausgewichen, in ihn reingefahren. Dann habe ich gewartet, ihn vorbeilassen. Dann kamen die anderen. Ja, und dann war da was los. Ja, da war was los. Aber auch der Jan ist ja noch ziemlich, ja, auch mehr oder weniger durch einen Fehler. Naja, ein Fehler war es nicht wirklich, aber du hast ganz, es war eine ganz seltsame Situation. Das ist, genau das wollte ich dich nämlich fragen. Deswegen hier das Sternchen. Das war ja auch in dieser etwas schnelleren Rechtskurve und du hast irgendwie ein bisschen Platz gemacht, hatte ich den Eindruck, und hast dann gemerkt, dass die Linie blöd ist oder wie war das zu verstehen? Ja, so ungefähr. Ich hatte nicht mit ihm unbedingt gerechnet in diesem Moment. Ja. Hat mich ein bisschen überrascht. Na gut, aber für den Jan ist es sich dann ausgegangen. Gut, kommen wir zu Platz 2 im ersten Lauf. Robin, ja, mein Robin, du fährst ganz klar um die Meisterschaft. In erster Linie erstmal gegen den Edgar. Klar war die Zielstellung, vor Edgar ins Ziel kommt. Das ist im ersten Lauf ja relativ gut gelungen, oder? Ja, genau. Also ich bin ja von 5 gestartet und der Edgar hatte da ein kleines Manöver
Absprungkurve da. Ja. Und ich war dann auch schon Dritter gleich hinter Michi und also Gerig. Und dann hat er sich einen kleinen Schnitzer erlaubt und dann konnte ich auch schon vorbei und habe es eigentlich dann nach Hause gefahren und war halt sehr froh, auch mit dem Zusatzgewicht hier wieder Zweiter zu werden. Und dann beim Hauptrennen war das eine andere Geschichte, weil ich habe mir nach der Gelbphase einen blöden Schnitzer erlaubt und mich gedreht. Mhm. Und dann war ich aber wieder auf Kurs, irgendwie Vierter oder Fünfter zu werden. Und dann wurde ich aber noch einmal ganz böse abgeschossen. Mhm. Und dann war es vorbei. Das war die Strafe für den Fauxpas am Start zum zweiten Rennen, würde ich mal so sehen. Genau. Okay, gut. Kommen wir zum Sieger des ersten Laufs. Micha, da brauchen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Einzig der Start ist mir ziemlich aufgefallen. Du bist nicht so sonderlich gut weggekommen, hast aber ziemlich clever die Tür zugemacht und dadurch gab es hinter dir dann ein bisschen Konfusion. Ich glaube, der Danny war dann noch direkt hinter dir, hat dann dadurch einen Platz verloren, weil er vom Gas musste, sonst wäre er dir ins Heck gefahren. Erzähl mal. Ja, also ich habe das Auto extra so ausgerichtet, dass ich da gerade vor ihm komme, was ja nicht so, ja. Das ganze Rennen war für mich eigentlich eher langweilig. Ich fuhr gegen mich selber ein bisschen. Mhm. Und ja, im Großen und Ganzen für den ersten Lauf ging alles recht gut. Ja, was mir aufgefallen ist, kann aber sein, dass ich mich irre, deswegen, das ist einfach jetzt eine Frage, die ich dir einfach so stelle. Kann es sein, dass du unter Druck mehr Fehler machst? Also es wäre ja normal, aber es gibt ja auch welche, die interessiert das gar nicht, ob sie Druck haben oder nicht. Weil im zweiten Lauf hattest du ja schon ein paar Patzer, ein paar Quersteher und zu früh auf dem Gas, zu spät auf der Bremse. Also ja, ich hatte bei der Gelbphase einen Auffahrunfall und danach da war ich nachher auf 150%. Ach so, also okay. Innerlich, Und ich dachte die Motorleisten. Ja, genau. Nee, das Auto war so krumm, ich weiß nicht, ich konnte nicht mehr die Zeit gehen. Mhm. Und dann probierte ich einfach alles, um vorbeizukommen und dann habe ich mich noch selber abgeschossen und dann ja. Und dein Ausfall, war das ein Disconnect oder war das einfach, weil du hast ja auch einen sehr denkwürdigen Boxenstopp absolviert? Ja. Du warst zweimal in der Box, ne? Nee, einmal, aber dafür lange. Ich hatte noch die Boxencrew umgefahren. Mhm, genau. Und ja, und danach war ich so irgendwie mit mir selber nicht im Reinen und habe dem PC einen Klaps gegeben. War da nicht so gut. Okay, alles klar. Gut, das ist für einen Schweizer sehr ungewöhnlich, solche Temperamentsausbrüche hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber gut, schön zu hören, dass auch da mal Nerven gelassen werden. Also auf alle Fälle geht's dann wieder vom letzten, momentan noch letzten Tabellenplatz oder von dem Tabellenplatz, der noch Punkte hat als auf der letzten Platzierung, geht's dann jetzt wieder doch mal noch ein Stückchen nach oben, denke ich mal. Im zweiten Lauf dann weniger, aber gut. Mal schauen. Kommen wir zum zweiten Lauf und da muss ich ehrlich sagen, der Start, da müsste man jetzt so viele Leute befragen. Der Robin hat es eben schon gesagt, er war der Auslöser. Da gab es doch ein bisschen Kleinholz, kurze Gelbphase hinterher. Das heißt, eine Runde im Schleichgang und dann nochmal ein fliegender Start. Dann sah aber alles ganz wunderprächtig aus. Und wir hatten einen Fight um den zweiten Platz, das hat man selten, das muss man ganz klar sagen. Der Edgar, ziemlich souverän da vorne weg, auch der hatte am Anfang vielleicht noch nicht alles so perfekt, aber das ging dann wirklich gut, da kommen wir aber gleich zu. Kommen wir erstmal zum Drittplatzierten. Mein lieber Danny, herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz und erzähl mal einfach so, wie bist du auf diesen dritten Platz gekommen, konntest du überhaupt was dazu? Der Wolfi ist auf den dritten gefahren, leider. Was? Ja. Ach, in der letzten Runde noch. Aber das stand hier nicht im Dings. Oh, sorry, Wolfi, mein Lieber. Mensch, jetzt haben wir hier fast eine komplette österreichisches Podest und ich vermassel das, indem ich hier den Falschen frage. Nein, Wolfi, aber auch bei dir war es ja nicht unbedingt absehbar, so bis so 3-4 Runden vor Schluss, dass du aufs Podest fährst. Erzähl mal. Nein, überhaupt nicht. In der letzten Runde, in der Spitzkehre gab es da einen Crash und ich nutzte die Lücke aus und bin durch. Aber so im Rennen irgendwelche Dinge dir passiert, ich meine, ich muss ehrlich gestehen, ich hatte dich relativ wenig im Blick, also du warst eher unauffällig, wenn ich das mal täuscht hast. Ja, ich bin eigentlich die ganze Zeit alleine gefahren.
bis zum Boxenstopp, da war ich mal auf Position 1 und nach dem Boxenstopp bin ich hinter den Danny rausgekommen. Ja. Und dann eigentlich einen lustigen Fight mit Danny und Jens gehabt. Ja. Ja, stimmt. Also Jens ist ja immer gut für lustige Sachen. Genau. So, kommen wir mal zum Zweitplatzierten. Da muss ich sagen, habe ich mich sehr gefreut, weil das zeichnete sich schon im ersten Lauf ab, dass da gut Performance dahinter ist. Der Jan ist da auf P2 gefahren. Und ja, Jan, das war ja nicht ganz ohne dein Rennen. Also vielleicht erzählst du mal so deine persönlichen Highlights. Ja, also das hat mir sehr gut gefallen, das Rennen, muss ich schon sagen. Ich war ja einen Monat im Urlaub und ziemlich gut erholt zurück. Und das war fantastisch, da kämpfen konnte. Also im ersten Rennen war ich ja schon knapp am Podest und habe gedacht, beim zweiten, nach der Gelbphase war ich auf Platz 5 und dann hat es mich irgendwie nach und nach nach vorne gespült. Ich musste eigentlich gar nicht so viel überholen. Und wie du vorhin gesagt hast, das mit dem Platz lassen, da war ich selbst überrascht. Ich wollte da eigentlich gar nicht angreifen. Ich habe das nur so angetäuscht. Und dann habe ich mal reingestochen und wollte eigentlich schon zurückstecken. Habe ich gesehen, oh, da ist ja ganz viel Platz. Der lässt mir hier fast vorbei. Und ja. Ja, ich habe es auch genau so kommentiert. Ja, komm, fahr mal vorbei. So sah das auch wirklich aus. Ja, aber immerhin. Und zum Ende hat es dann definitiv für Platz 2 gereicht. Und ich denke mal, ich habe jetzt noch nicht in die Tabellen geschaut. Ich glaube, das ist eine der besten Platzierungen, die du bisher hattest, oder? In dieser Saison, ja, das sind die beiden besten, ja. Ja, ja, definitiv. Wobei ich ja nach dem Boxenstopp wieder einen Platz verloren hatte und den wieder zurückkämpfen musste. Ja, natürlich, aber das war, deswegen fahren wir Rennen. So, und jetzt kommen wir zum zweiten, Sieger des zweiten Laufs. Freue ich mich ganz besonders, weil die Rennen, die ich bis jetzt kommentiert habe, hat der Edgar nicht immer so wahnsinnig viel Glück gehabt oder auch mal Pech gehabt, jedenfalls so, dass es mir aufgefallen ist. Edgar, erster Lauf war ja sicherlich nicht der Brüller, also da hast du dich wahrscheinlich ein bisschen geärgert, wohl mehr über dich selbst, aber im zweiten Lauf hat ja nur alles gepasst. Naja, nochmal kurz zum ersten Lauf zurück, also das war mehr als ein Blackout. Zum Glück habe ich da den Dennis nicht so richtig abgeschaut, sondern nur mit hinausgerissen, habe dann gewartet, bin als letztes weitergefahren und wurde dann Neunter. Ja. Und das war eigentlich der Wink für den zweiten Lauf, den Laufsieg, kann ich mal sagen. Ja. Denn als zweites gefahren, was wollen wir mehr? Ja, und das war auch beabsichtigt der 9. Platz, oder? Nein. Komm, sei ehrlich. Nein, ich wollte vorne sein. Also ich wollte unbedingt ganz vorne mitmischen. Ja, ist klar. Leider ist es nicht gegangen. Im zweiten Lauf muss ich mich noch beim Michael, beim König Michael bedanken. Ich habe einfach dein Setup genommen und bin gefahren und die schnellste Runde und das im Rennen. Danke, danke Michael. Ja. Also man sieht doch wirklich, dass Setup sehr viel ausmacht bei solchen Veranstaltungen, bei solchen Rennen. Ja. Und das Setup von Michael war wirklich top. Ich hätte vielleicht die 6. um 1% raufgestellt, dann wäre der Motor nicht immer angestoßen bei der langen Gerade, aber sonst war es wirklich top. Okay. Gut, dann möchte ich noch ganz kurz das Wort ich ganz kurz. Ich möchte einmal kurz was sagen, ja, wenn gern. Ich darf. Ich habe ein SMS bekommen vom Manuel, vom Machat Manuel. Ja. Er lässt sich wirklich entschuldigen, Robin, das war nicht mit Absicht, er hatte einen Leck und dann die Verbindung verloren. Also Robin, es tut ihm wirklich leid, wenn da irgendwas passiert ist. Ja, da ist ziemlich was passiert. Okay. Das wollte ich noch schnell einbringen. Ja gut, der hat ja wirklich in beiden Läufen da irgendwie Probleme gehabt, der Manuel. Okay, dann würde ich gern das letzte Wort dem Herrn Purkott überlassen, weil es ist das erste Rennen im neuen Jahr und so als Head of RSA und als vor allem als Entertainer, das muss man ja wirklich, wirklich sagen, noch ein paar Sprüche an die Jungs beziehungsweise an die Zuschauer wäre schon schön. Tja, super Übergang. Bin noch ein bisschen irgendwie im Rennen, da die ja doch ein bisschen anders gelaufen sind, als ich gedacht und gehofft habe. Ja, aber ich wollte nicht unbedingt die Kiesbetten erkunden.
Aber passiert schon mal. Nein, toll, dass es wieder weiter losgeht. Weiter losgeht ist toll, dass es endlich wieder losgeht. Die Winterpause war lang genug. Wir haben ein Rennen ausgesetzt. Das musste reichen. Jetzt müssen wir unseren Winterspeck mal langsam wieder wegkriegen. Wir müssen am Lenkrad drehen. Schön, dass du wieder da bist und uns moderierst. Und wir haben jetzt noch 5 Rennen. Es geht auf nach Brünn. Da hatte ich letztens ein ziemlich geiles Rennen, kann ich mich erinnern. Ja, legt die Handtücher auf den Beifahrersitz. Ja, da kann ich dann auch vielleicht mal wieder überholen und werde nicht dauernd überholt. Freue mich riesig drauf und vielen Dank auch an die Jungs, die alle wieder mit dabei waren. Es ist einfach nur klasse mit euch und ich freue mich auf die kommenden Rennen und die nächsten Saisons. Und 20.01. Jungs, Mini-Race-Day. Genau. So, okay. Dann sage ich mal Tschüss für heute und wünsche allen anderen noch eine schöne Restwoche und ja, erholt euch gut von dem ganzen Weihnachts-Silvester-Stress und wir sehen uns definitiv in Bälde wieder, spätestens am kommenden Montag zum GT3 Cup, richtig Jens? Genau. Genau so sieht's aus. Also, tschüss, bye bye und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Lutz. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.